Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder mit einer neuen Map-Vorstellung, nämlich der Bayern-Map vom Chris Rock. Wer ist der Chris? Der liebe Chris hat für mich den Hof Schellenberg gebaut. Die Gebäude, das seht ihr auch da hinten im Hintergrund. Und er hat auch eine Map gebaut. Und die soll ich heute mal gerne ganz neutral bewerten und ihm so ein bisschen meinen Eindruck vermitteln. Ebenso würde er gerne mal von euch da draußen die Meinung hören, ob er die Karte eventuell bringen soll, kann, muss. Tobt euch da gerne mal in den Kommentaren aus und lasst da gerne mal im Chris ein bisschen Feedback da. Wir gehen rein, ganz spontan wie immer. Work in progress. Ne? Dementsprechend, ich darf mich auf jeden Fall austoben, hat der liebe Chris gesagt. Und ihm so ein bisschen hier und da meine Meinung sagen. So, wir sind direkt da und ich stell direkt was fest. Chris, unbedingt mal schauen. Ich glaube, bei den Blumen fehlt der Schatten. Warum? Wenn man hier so hinsteht, das ist wie so Comic-Style, ne? Das blendet einen fast schon richtig. Da müsste es noch Schatten drauflegen. Aber ansonsten gehen wir jetzt direkt mal rein. Wir fangen an mit der PDA, ne? So wie immer. Wir haben viele Wälder. Uiuiui, das sind aber ganz schön viele. Aber schöne Forstgebiete. Die 108 gehört wahrscheinlich noch hier runter. Also ich mache einfach blind, ne? Blind durch, was mir alles so auffällt. Das soll keine Bewertung sein, einfach so eine Art Testing auch, by the way. Also ich würde die Nummern, dass sie nochmal in der Feldmitte drin sind, kontrollieren. Gerade hier, da weiß sie nicht, welche gehört jetzt wohin. In Bezug zum Beispiel auf Feldpachten wird es dann interessant. Dementsprechend schauen wir mal. Ich bin gespannt. Also ich könnte mir hier schon ein kleines Detail vorstellen. Und zwar, dass er die Nummer immer dorthin gepackt hat, wo die Feldeinfahrt ist. Könnte ich mir vorstellen. Denn ihr seht es hier tatsächlich. Guck mal. Das ist na klar cool, dass du immer weißt, wo ist hier eine Feldeinfahrt. Das ist schon mal ein schönes, feines Detail. Ansonsten eine PDA, genau das, was sie tun muss. Es sieht clean aus. Wir sehen die Fahrwege, wo wir hin müssen. Was wollen wir denn mehr? Wir spawnen hier am Haupthof. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Hof. Hier oben ist der Viehhändler. Wir haben hier nochmal einen zweiten Hof. Ihr braucht da dazu drei Mods vom Bunny. Das Niederbayern-Pack, das Bayern Pack und diesen Landsberger Hof, das ist hier verbaut. Ist ja eine bayerische Karte. So, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob hier eventuell auch der Shadow fällt von dieser Auffahrt hier. Das wirkt alles noch so ein bisschen hell, aber ansonsten, ich mag seine Gebäude. Das ist halt genau mein Stil, kann ich ungemein leiden. Auch solche Details, ne, dass es hier sich dreht und so weiter. Das ist schon ganz fein. Zu Beginn gehört euch der Hof. Ansonsten könnt ihr euch frei austoben. Wir machen es regulär, so wie ihr es bei mir kennt. Wir haben die Standardsachen zum Malen. Wir haben die Standardbäume drin. Obwohl, da sind ein paar mehr drin. Und hier könnt ihr euch auch nochmal austoben. Wir haben die US-Grundlage. Gefällt mir am besten von Schotter und Grastexturen. Das sieht nicht so quietschebunt aus. Ist auf jeden Fall schon mal schön. So, die Gebäude brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig vorstellen. Ah, guck mal, er ist halt, er kann es, ne? Er kann das einfach. Ich habe mir ein Lifting gebastelt gehabt, den hat er in geil besser umgesetzt. Ich habe mir hier eine Heutrocknung hingesetzt. Die hat er halt in geil noch umgesetzt. Wir müssen doch die Gebäude angucken, weil das kenne ich noch gar nicht. Wir haben hier eine Heutrocknung. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus, tatsächlich. Chris, du bist ja weiter. Einmal aufmachen. Oh, das ist cool. Das ist na klar mega cool. Chris, möchtest du nicht bei Modding Welt ins Team kommen? Wie wäre es denn? So. Dann könnt ihr hier abladen. Wir schalten mal die Trigger an, weil ich bin mal gespannt, ob er die Trigger dazu auch noch animiert hat. Wenn man zum Beispiel hier wieder zumacht, dass die Trigger verschwinden, hat er gemacht.
Das ist cool. Weil dann passiert es hier wirklich nicht. Wir haben hier zwei Schlüsselsymbole. Einmal treu. Und was ist das hier? Ah, da hast du, glaube ich, zwei drin. Da musst du, glaube ich, noch eins abändern. So, gehen wir mal rein. Jetzt bin ich doch wunderwitzig. Hier haben wir die Milchkammer dazu. Dann wird es auf jeden Fall ein längeres Video. Jetzt bin ich doch neugierig. Dann habt ihr hier einen Auslauf dazu. Ihr müsst na klar hier bei den Ausläufen Folgendes bedenken. Das ist leider technisch nicht anders machbar. Ihr müsst die Türe offen haben, damit ihr dann hier auch eure Swiss Brown passen hier halt am besten hin, finde ich. Dass die dann auch hier draußen rumlaufen können und gegebenenfalls hier rein. Ich hoffe, er hat die Nuff-Mesh auch hier mit nach innen gezogen. Das Schöne ist nämlich dann, dass nicht nur hier außen lebendig ist, sondern auch innen im Stall. Hier sehe ich, by the way, den Auswurf für die Heutrocknung. Ich sehe hier drin selber ausmisten. Das ist cool. Das ist schön. Dann habt ihr hier oben, hat er auch übernommen, sehr cool. Chris, geile Sache. Also ihr könnt hier eure, mit dem Teleskoplader, eure Ballen hier drauflegen. Dann spawnen die hier drin. Ja, da hast du hier wahrscheinlich dein Ballenlager und kannst die hier dann wieder runterwerfen. Ich weiß nur nicht, wie er es gelöst hat mit dem Runterwerfen. Da schauen wir mal. Hier ist nochmal ein Symbol von der Heutrocknung. Irgendwann möchte ich doch auch nochmal einen Blender ransetzen. Da hast du halt doch nochmal schöne Möglichkeiten, ne? So. Ja, der Stall hat halt auch solche Spielereien wie... Du kannst hier... Ach, das ist außen. Moment. Ihr hört es schon, aber seht es nicht. Einmal hier könnt ihr das Netz hochziehen und dann könnt ihr hier auch den Rollladen hochziehen, um die schöne Aussicht zu genießen. So, dann hat er noch neue Gebäude hinzugefügt. Ich glaube, da könnte Animal Grazing auch drin sein. Ballenlager. Hier habt ihr nochmal ein Ballenlager. Hier ist mit Collie. Ich wollte es bloß gesagt haben. Ich bin immer Fan ohne Collie, weil dann kannst du die im Notfall auch noch als Maschinenhalle nutzen. Wir haben hier eine kleine Mistplatte dazu. Schön. Er hat sich selber schlecht gemacht, ne? Auch das hier, das sieht auch ganz cool aus. Ich mag das auf mehreren Ebenen. Er macht sich schlechter, der Kerle, als er ist. So, guck mal, hier ist nämlich die Hebebühne in geil. Da gehst du rein. Dann wird das Ding zugeklappt. Und dann bitte zweiter Stock Damenunterwäsche. Zack. Und dann kannst du hier oben was auch immer lagern. Kannst du auch hier und da drüben aufmachen. Geile Sache. Ich bin einen kleinen Froschmalz. So, und dann haben wir hier noch einen Futtermischer in geil. Sehr cool. Bei der Heu keine Heizung, okay. Aber hier Mischer. Auch schön. Ich mag es einfach. Ich mag es, wenn es irgendwo in Gebäuden integriert ist. So, und dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier diesen runden Unterstand. Den habt ihr gesehen bei mir beim Aufbau. Wir haben hier ein Vorratslager, was schon gefüllt ist. Ist auch schön. Eine Schüttguthalle. Und im Hintergrund, es sieht aus als nochmal. Jawohl, da könnt ihr da die anderen Dinge reinschütten. Was haben wir hier? Ein paar Hühnchen. Ein paar freilaufenden Hühnchen. Passt immer gut. Schönes kleines Häuschen dazu. Fein. Sehr, sehr cool. Was war das? Das war ganz normal Maschinenhalle mit Werkstatt. Genau. Dann haben wir hier nochmal so eine Halle. Ja, da hast du ja auf jeden Fall Platz, ne? Uiuiui. Das Symbol, ich weiß nicht, ob das da reinkürt.
Ah ne, da kannst du sowohl als auch dann wahrscheinlich. Okay, dann haben wir noch ein kleines Durchfahrsilo. Apropos, gibt es hier rein zufällig noch neue Früchte? Nein, ist aber auch nicht so tragisch. Dann haben wir hier noch einen Waschplatz, wo du auch oben drauf kannst. Also der Hof gefällt mir. Gefällt mir gut. Besonders hier mit der Mauer. Das hat schon... Das hat was. Das ist cool. Gut. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns das Ganze mal an, was er noch hat. Meine persönliche Meinung zur Straße. Zu clean. Irgendwie zu clean. Das gehört noch so ein bisschen ranzig. Bin ich aber auch keine Experte. Was mir gut gefällt, sind halt die Übergänge. Das ist das, was ich immer wieder sage. Das passt. Feldzufahrten, wie gesagt, mit der Nummer dazu. Wir gehen wieder in den Flugmodus. Da muss ich rein. So. Schönes Höhenmodell. Sehr, sehr schön. Guckt euch das mal an, da hinten runter in die Senke rein. Sehr schön. Dann haben wir hier Pizzeria, Restaurante. Reicht immer vollkommen. Wir müssen nur verkaufen, aber wenigstens Custom-Schilder, ne? COR-Markt. Wahrscheinlich eine Anspielung auf CR-Modding, ne? Das ist schon super verarbeitet. Ne, auch hier so, das sind so kleine Details, wo ich mag. Ne? Du bist halt hier auf der normalen Straße und dann kommst in den Einkaufsbereich. Und dann gibt es halt da auch mal so Wasserrinne dazu. Kleine Details, ich mag's. Schaut gut aus. Ich weiß gar nicht, ihr müsst euch vorstellen, er hat mir geschrieben so, ja, es ist nicht so wie deine, wo ich erstmal gedacht habe, nee, das braucht man gar nicht, muss nicht. Ich bin nicht das Nonplusultra, das ist schon verdammt gut, was ich da bisher sehe. Hier, das ist wieder meine persönliche Kritik, ist mir zu nackt, vielleicht auch noch Work in Progress, zu nackt auf dem Boden ist mir immer persönlich zu wenig. Ne? Da darf bei mir gerne immer ein bisschen mehr sein. So. Ja, die weiß nicht. Ich weiß, was er machen will. Du brauchst ja irgendwelche Produktionsstätten und so weiter. Aber das ist alles so ein bisschen noch zu wenig. Vielleicht dekoriert er es noch. Ich hasse dieses Gebäude. Das sieht aus halt irgendwie wie so ein Flugtower oder so. Aber okay. Und dann haben wir hier oben den Maschinenhändler. So. Wir haben unterschiedliche Formen, unterschiedliche Größen von den Feldern. Das ist auch okay. Viel Grünland. Ich mag es mittlerweile. Ist halt nun mal in Bayern so, ne? Dann haben wir hier hinten eine BGA. BGA ist halt auch immer so ein Thema. Da kannst du mich nicht catchen. Da muss schon ordentlich was passieren. Immerhin ist hier ein bisschen Dirt und so weiter drin. Aber das eine BGA, aber das ist jetzt nicht allgemein jetzt beim Chris, sondern eine BGA holt mich ganz, ganz selten ab. Weil es halt einfach nicht meins ist. So, was haben wir hier drüben? Das könnte vielleicht so eine Art Wirtschaft sein, ne? Mit dem Spielplatz dazu. Vielleicht auch eine Art Hotel dazu. Schön gemacht. Das hat schon alles Hand und Fuß. Ich werfe mal ganz kurz einen Blick in den Wald rein. Mein persönlicher Hassbereich. Auch hier, da habt ihr mal so einen Holzstumpen. Mal ist es ein bisschen begrünt, mal nicht. Auf jeden Fall abwechslungsreicher. Hier sehe ich noch irgendein Problem, Chris. Und zwar, wo sind wir da? Hier am Feld 3. Das, falls da irgendwas sein sollte.
So, dann können wir eigentlich mal weitergehen zu den weiteren Höfen. Jetzt kommen wir, na klar, zu den Höfen von Bonnie, die Mod. Mal gucken, was er draus gestaltet hat. Wir haben hier oben eine Weide dazu. Da ist noch ein bisschen Gras drin. Dann haben wir hier einen Milchtank dazu. Das sind die bayerischen Gebäude. Kennen wir, glaube ich, jetzt zu Genüge. Hier würde ich vielleicht sogar einen Dirt-Abschluss machen. Auch hier haben wir die Mischration dazu. Diesmal ein bisschen größer. Er hat es also noch ein bisschen erweitert. Aber ansonsten ist das Pack von Bonnie, na klar, auch ein All-Time-Classic. Fällt mir eine kleine Story ein, weil jeder immer schreibt, die Dinger sind falsch rum dran. Nee, ist tatsächlich nicht. Es gibt ein Originalbild, wo die Kuh hier den Kopf durchstreckt und hier dran trinkt. So, also hier gibt es nichts zu meckern. Ich mag das Pack auf jeden Fall auch. Deswegen fliegen wir mal weiter. Mich interessiert natürlich die Arbeit von Chris, ne? Ah, das Höhenmodell ist echt gut. Wenn jetzt die Straße nicht so... sie wirkt halt, finde ich, so ein bisschen zu einheitlich. Da gefällt mir die Textur vom Manu ein bisschen besser. Auch die ist einheitlich, logischerweise. Das zieht sich ja durch. Aber das sieht eher so aus, wie wenn ich das in Paint nachgemalt hätte. Weißt du, wie ich meine? So, auch hier. Also ganz interessant, Chris. Er nimmt vorhandene Dinge, mache ich auch gerne. Aber er macht noch sein eigenes Ding dazu. Na, da kannst du hier wahrscheinlich dann übers Farmland... Das gehört uns aktuell noch nicht. Können wir uns mal alles kaufen. Dann gehört nämlich uns auch die Produktion. Dann müssen wir hier einmal kurz ausschalten. Sägewerk. Da kannst du dann wahrscheinlich Hackschnitzel oder so rausholen. Ja, ich habe es auch schon gekauft. Ach, ich habe nicht genügend Geld. Als hätte Schwabke Geld. Bitte. Ich bitte euch. So. Und da habt ihr Holzbretter. Holz rein, ihr kriegt Bretter und Hackschnitzel kriegt ihr dann hier raus. Gut. Ich habe das ja da irgendwie hier integriert gehabt. Aber gefällt mir, wenn er da seine eigene Handschrift noch reinpackt. So, wie weit sind wir? 20 Minuten schon fast wieder, ne? Also, wenn du mich fragst, Chris... Ich würde die Karte releasen. Auch hier großzügige Weide. Hier haben wir den Landsbergerhof. Den habe ich mir tatsächlich noch nie angeguckt. Ja, auch interessant, ne? Mit der Auffahrt nach oben. Ah, da ist noch das Mod vom Bayern Agrar drin. Ja, okay. Dann haben wir hier auch wieder Futtermischer und so weiter und so fort dazu. Ballenlager. Ich glaube, da brauche ich auch nicht näher auf die Details eingehen. Wir wollen da klar noch mehr von der Karte sehen. So, Maprand. Wenn wir eh gerade dabei sind. Da hört es dann hier auf. Ich weiß bloß nicht, ob das im Flugmodus funktioniert. Also, du kannst hier definitiv groß spielen, ne? Das sind schon teilweise ganz große Schläge drin. Und wer es dann doch eher wieder ein bisschen anders haben möchte, der geht hier rüber in den Grünlandbereich und hier ein bisschen die kleineren. Das ist eigentlich auch ganz cool. So findet jeder Spieler irgendwas. Auch wenn man in erster Linie immer für sich selber das Ganze gestaltet. So, ich fliege mal so drüber noch, was wir noch entdecken. Also wie gesagt, Wälder sind auf jeden Fall genügend da. So,
So, sehen wir noch irgendwas? Also der Hof. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein zentraler Hof, den man spielen muss, möchte ich fast schon sagen. So, ich glaube, dann sind wir überall durch. Also Chris, ich finde es eine schöne Karte, muss ich echt sagen. Ich würde, wie gesagt, die Straßen würde ich noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen ausbleichen oder so. Das würde ich noch ganz cool finden. Die Produktionsstätten, die noch ein bisschen mehr Leben einhauchen. Und dann hast du hier ein wunderschöne, solide, absolut schöne Karte, oder? Chat, wie meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Für mich ist der Hof hier cool. Die Gebäude sind halt echt cool. In dem Sinn, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt dem Chris mal eure Meinung ein. Was würdet ihr ändern? Was würdet ihr euch wünschen? In dem Sinn, habt ihr schönes Wochenende. Macht's gut. Chris, top Arbeit.